Hi, hier ist Angie von Kauskanz. Ja, und Überraschung, Angie ist heute draußen und ich habe von J&J Welt die Jessie getroffen und die Jessie macht jetzt gleich mein Workout. Was ich gerade gemacht habe, macht sie jetzt und sie freut sich wie verrückt, ne? Ja, ich sehe das schon. Und ich drehe jetzt einfach mal um und bitte mal nichts tun. Angie kommt. Und irgendwann ist die Jessie da, so ist sie. Genau, Jessie freut sich wie verrückt. Ja, jetzt wird ihr gleich warm, denn sie startet mit Warmmachen und da gibt es eine tolle Übung, ja, und die heißt Hampelmann und die machst du jetzt mal. Auf geht's. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und Pause. Ha, war gut. Jetzt wird gelaufen, sie macht das schon. Ja, sie hat das schon alles auswendig gelernt, natürlich. Brain, genau. So, die letzten Meter, komm. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und was fehlt noch? Das Springseil. Also, sie ist auf einem Springseil. Und sie macht das perfekt, finde ich. Ja, super. Komm, die letzten. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und was musst du machen? Lächeln! Yes! So, Puls oben, wir setzen uns mal. Nein, wir setzen uns nicht, sondern wir drehen uns um. Denn es kommt zuerst eine Planke. Zeig uns mal die Planke. Eine Planke? Ja, ein Brett. Also Unterarm. Geh mal auf die Unterarme. Genau wie eben, genau. Und mach dich mal lang. So, was ist wichtig? Bauch reinziehen ist wichtig. Po anspannen, Rücken fest. Okay, und jetzt drückt sie sich hoch mit den Armen. Du gehst mal hoch und strecken, strecken, beugen, beugen. Ja, das wird deine neue Lieblingsübung. Du weißt es nur noch nicht. Ja. Ach du Schande. Ach du meine Güte. Ach du meine Nase. Komm, du hast noch 4. Oh mein Gott. 3 noch. Gib alles, Baby. 2 noch. Das schaffst du. Letzte Mal. Und einmal hochkommen, weg von dem Brett, lächeln. Soll ich mal euch das Gesicht zeigen von Jessie? Sie freut sich nämlich, dass sie jetzt diese Übung machen durfte. Hat sie sich schon den ganzen Morgen drauf gefreut? Eher nicht. Ja, aber das tut man nicht alles für Freunde, ne? Ja. So, wir gehen noch mal ins Brett, weil jetzt kommen die Rückenmuskeln. Geh Unterarmstütz, nee, noch mal ins Brett, wie eben, die Planke. Genau, du kannst die Arme erstmal lang lassen und jetzt wird Bein angehoben und dabei musst du den Rücken und die Beine anspannen. Nicht durchhängen, Bauch einziehen und Beine anheben. Rechts und links, genau, abstellen. So, jetzt machen wir ein bisschen schneller. Genau, das sieht doch gut aus. Also, ich finde, macht das gut. Komm, du hast noch 4, noch 3, noch 2 und 1. Halten. Jetzt geh auf die Unterarme, Beine absetzen, Unterarme, Popo runter. Ja, super. Jetzt nicht durchhängen, Bauch einziehen. Jupp. Und das Ganze nochmal mit Bein anheben. 8 Stück, komm. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Belohnung! Ja! Einmal auf die Kante setzen. Denn ihr wisst ja, wenn man den Rücken trainiert, muss man Bauch trainieren. Und das zeigt uns Jessie jetzt. Erstmal ein Stück zurück mit dem Oberkörper, damit Grundspannung im Bauch ist. Dann die Beine anheben. 90 Grad, ein bisschen mehr. Du bist sehr tief. Streck mal die Arme. Vorhin ging es, ja, genau so. So ist doch besser. Alles gut noch? Kannst du noch atmen? Alles gut. So, die Übung heißt Fußspitzen tippen auf. Los geht's. 1, 2, 3, 4, 5, fast. 6, 7, 8, bleiben, hochkommen, die Beine. So, Fahrradfahren ist aber ein bisschen anders. Mach mal. Ja, siehst du. Super, komm, die letzten Meter jetzt. Bis auf den letzten Metern. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jessie, du hast es geschafft. Ja. Yes. Ich lebe noch. Du lebst noch. Möchtest du unserer Fangemeinde noch was Schönes sagen? Kaputt. Kaputtig. Aber wir haben ja heute den Welttag der gesunden Ernährung. Also ernährt euch gesund, genau. Mit Märchen. Warte. Und Gemüse und alles, was dazugehört. Genau. Also
Macht was. Macht was. Okay, bleib gesund. Genau, vor allen Dingen bleiben wir gesund, ne? Genau. Okay, warte. Jetzt kommt mal die Angie dazu. Und natürlich müssen wir euch zeigen, wie es geht, ne? Also, bleibt. Schmeckt lecker. Bleibt gesund, ne? Bis dann. Genau. Tschüss.